Hallo, herzlich willkommen heute Abend hier im Scala, Kulturspielhaus. Herzlich willkommen zur Abschlussveranstaltung Eine Stadt liest ein Buch in Wesel. Sie hören gleich die AVG Big Band und im Anschluss werden wir hier ein Theaterstück erleben. Zuvor aber möchte ich unseren Autor Hermann Koch herzlich begrüßen. Hallo. Liebe Teilnehmer der Aktion Eine Stadt liest ein Buch, alle dürfen sich heute Abend noch die Bücher von ihm signieren lassen. Er wird sich gleich auch noch in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Daher begrüßen Sie bitte auch heute Abend mit mir Frau Bürgermeisterin Ulrike Westkamp. Sie ist die Schirmherrin unserer Aktion. Lieben Dank. Und ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen und mich bedanken. An unserer vierwöchigen Aktion haben immerhin über 500 Teilnehmer teilgenommen. Ich freue mich jetzt auf einen interessanten Abend, einen abwechslungsreichen Abend mit Musik und Theater und mit Hermann Koch. Die Wahrheit kann selbst mein Bruder nicht wegmischen. Mein
Name ist Maurice Lauber und heute Abend bin ich zum Essen eingeladen. Die Einladung kam von meinem Bruder. Irgend so ein nobles Schuppen mit 5-Gänge-Menü. Warum nicht einfach eine ganz normale Kneipe? Allein mein Bruder braucht es wieder besonders speziell. Mann des Volkes, dass ich nicht lache. Aber nicht mal in eine normale Kneipe gehen kann er. Zu meiner Person, Sie müssen wissen, ich gehöre zu einer aussterbenden bedrohten Art. Denn ich bin Geschichtslehrer. Mein Bruder ist jener Brutgelernte und ich bin natürlich der wahre Historiker. Ja, von meinem Bruder, den ich gerade erzählt habe, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Ich schätze meinen Bruder sehr. Aber dieses weltmännische Getue von ihm, es geht mir einfach auf die Nerven. Sagen Sie mal, Verehrteste, als Beilage gibt es Trauben. Richtige Trauben? Oder sind es eher Beeren? Ich muss das wissen, ich kenne mich da nicht so gut aus. Das merkt man. Aber ich weiß, dass viele Beeren für den Menschen nicht genießbar sind. Monsieur, wenn auf der Karte als Beilage Trauben steht, dann werden auch Trauben angerichtet. Wenn es Beeren wären, dann stünde auf der Karte auch als Beilage Beeren und keine Trauben. Und wenn es Beeren wären, dann eben welche, die auch für unsere Gäste genießbar sind. Was glauben Sie, wo wir hier sind? In einem dritttassigen Imbiss mit fragwürdigem Klientel? Ich muss auch schon da, bitte, Monsieur. Das habe ich doch gar nicht so gemeint. Doch hast du. Es ist einfach deine Art, Menschen vor den Kopf zu stoßen. Wann lernst du endlich, wie man mit seinen Mitmenschen richtig umgeht? So, sagt gerade der feine Herr Politiker, der allen Leuten in den Arsch kriegt, weil er sonst nicht gewählt wird. Nimm das zurück. Nichts dergleichen werde ich tun. Hast du dich mal selbst beobachtet, wie du strahlst, wenn du vor dem politischen Publikum agierst? Du strahlst dich nur aus Freude oder Selbstverliebtheit oder weil Politiker, die in der Welt weiterkommen möchten, strahlen müssen. Nein, du strahlst, als wenn es keinen Morgen gäbe. Die Leute sagen, es ist deine coole Art, dein lässiges Auftreten. Aber wenn das politische Licht von dir erlischt, erlischt auch dieses Allzeitlächeln. Und besonders erlischt es bei mir, deinem eigenen Bruder. In Wahrheit bist du ein echter Grobian. Der, wenn er zum Beispiel nicht schnell genug seine Zähne in das Fleisch der Hauptspeise schlagen kann, sich aufregt wie ein kleines, verzogenes Kind. Also, das lasse ich mir nicht bieten von so einem Versager wie dir. Ich bin kein Versager. Ach nein, du kein Versager? Wer ist denn aus dem Schuldienst geflogen, weil er seine Schüler konfrontiert hat mit irgendwelchen bescheuerten Fragen und Hochrechnungen zum Zweiten Weltkrieg? Oder sie beleidigt hat, niedergemacht hat, sodass sich sämtliche Eltern beschwert haben? Ohne mich hättest du doch all deine Bezüge verloren. Das war nicht so, das war gar nicht. Oder als deine Frau Claire in der Klinik war. Du konntest da nicht mal auf deinen damals 8-jährigen Sohn aufpassen. Nichts hast du auf die Reihe gekriegt, gar nichts. Wäre ich und meine Frau Babette nicht gewesen, hätten wir Michael nicht aufgenommen, wäre er ja noch verkorkster, als er so schon ist. Michael ist nicht verkorkst. Ich liebe meinen Sohn. Ja, du liebst deinen Sohn. Verkorkst ist er trotzdem. Und außerdem, er ist ein gewissenloser Mensch. Und das weißt du ganz genau. Und darum geht es heute Abend. Die Dinge müssen geklärt werden. Ein für alle Mal. Ich erkläre es dir. Meine Frau und ich, wir haben mit unserem Sohn Rick gesprochen. Wir haben den Eindruck, dass er wirklich sehr darunter leidet, was er und Mike getan haben. Es raubt ihm buchstäblich den Schlaf. Und er sieht schlecht aus und seine Noten, sie leiden auch darunter. Ich meine, es kann natürlich sein, dass die Sache nie herauskommt. Aber können unsere Söhne wirklich damit leben? Ich jedenfalls nicht. Und deswegen werde ich morgen eine Pressekonferenz veranstalten, in der ich meinen Rücktritt verkündige. Ich werde die komplette Wahrheit offenlegen. Alles, was an diesem schrecklichen Abend war, was unsere Söhne getan haben. Alles, diesen grausamen Mord. Und würde Ihnen gerne saisonal Highlights unserer exquisiten Menüfolge vorstellen. Als Aperitif des Hauses haben wir heute einen Champagner Rosé. Als Amuse-Bouche
reichen wir Ihnen griechische Oliven von der Peloponnes, zart geträufelt mit Olivenöl, erste Ernte aus Nordsardinien, bekrönt mit Rosmarin. Die Flusskrebse werden von einer Vinaigrette aus Estragon und Frühlingszwiebeln umspielt. Dann servieren wir Ihnen Pfifferlinge aus den Vogesen mit Lambrie, das in sardinischem Öl mit Rucola mariniert wurde. Zudem möchten wir Sie mit Sonnentomaten aus Bulgarien an warmen Ziegenkäse mit Pinienkern und Walnussflocken erfreuen. Darauf folgt ein Perlhuhnfilet, ummantelt mit Scheiben von Speck und Lasagnestreifen an Auberginen mit Ricotta. Als Dessert schlagen wir Dame Blanche oder ein Brombeerparfait mit feinen Mandelsplittern vor. Ist es so recht? Ich wünsche einen angenehmen, vergnüglichen Abend. Guten Abend. Ich bin die Gattin des zukünftigen Ministerpräsidenten Serge Lohmann. Mein Name ist Babette Lohmann. Wir haben 3 Kinder, unseren Sohn Rick, die Tochter Valerie und unseren Adoptivsohn Bo aus Burkina Faso. Aber für uns ist er wie unser eigener Sohn. Durch meinen Mann stehen wir oft im Fokus der Öffentlichkeit. Das hat mich früher immer gestört. Aber mittlerweile würde ich für unseren Status einiges tun. Gerade wenn er so wie jetzt auf dem Spiel steht. Denn mein Mann, der bei den nächsten Wahlen wahrscheinlich Ministerpräsident wird, hat vor, seine Kandidatur zurückzuziehen. Wegen unserer Kinder. Also genauer gesagt, wegen unseres Sohnes Rick und unseres Neffen Michel. Natürlich war es eine Untat, die beiden Jungen begangen haben. Aber ein Schuldeingeständnis würde unser Leben vollkommen zerstören. Und was das Ganze noch schlimmer macht, Serge hat mir von seinem Rücktrittsplan erst im Auto auf dem Weg zum Abendessen etwas erzählt. Das hat mich in eine äußerst unangenehme Situation gebracht, weil ich natürlich noch vollkommen verheult ins Restaurant gehen musste. Aber das passt natürlich mal wieder zu meinem Ehemann. Manchmal weiß ich selber nicht, was ich an ihm finde. Denn einem guten Ehemann entspricht er ja wirklich nicht. Aber mein Leben neben diesem angesehenen Politiker gefällt mir. Also Serge, möchtest du das wirklich einfach so aufgeben? Möchtest du einfach alles wegschmeißen? Serge, ist dir das wirklich so gleichgültig? Ich habe es Babette heute im Auto gesagt. Gesagt, dass ich aufhören werde. Ich kann nicht etwas verheimlichen, was man nicht verheimlichen darf. Schon gar nicht in meiner Position als Spitzenkandidat für das höchste Amt des Landes. Babette hat alles getan, um mich von diesem Vorhaben abzubringen. Doch ich kann nicht. Ich kann die Taten der Jungs nicht bestreiten. Sie haben eine obdachlose Frau getötet. Sie haben sie ermordet. Und das Schlimme ist, dass mein Bruder Paul, seine Frau Claire und selbst Babette wollen, dass nichts herauskommt. Sie hoffen ernsthaft darauf, dass diese Tat niemals aufgedeckt wird. Doch ich habe nicht vor, das zu akzeptieren. Und bei einer Sache bin ich mir sicher, dass mein Rick, das niemals, niemals von alleine gemacht hätte. In Wahrheit ist doch Michael an allem schuld. Er hat doch die Jungs angestiftet. Er ist doch der Anführer dieser Gruppe. Ich habe mich oft gefragt, Paul, warum? Warum hast du damals nicht auf mich gehört? Wir haben dir doch damals angeboten, Michel für eine Weile zu uns zu nehmen. Ein 4-jähriges Kind konnte unter diesen Umständen nicht leben, Paul. Begreifst du es denn nicht? Siehst du nicht, was aus Michel geworden ist? Wie er meine Jungs beeinflusst? Und als Antwort hast du mich damals mit einem heißen Topf niedergeschlagen, Paul. Warum? Und warum verhältst du dich mir gegenüber so? Bist du etwa auf deinen Bruder eifersüchtig? Auf den du immer herabgeschaut hast? Der plötzlich mehr im Leben erreicht hat als du? Und Claire, gerade du als sorgende Mutter, hast du etwa kein Gewissen? Denkst du kein bisschen darüber nach, was dein Sohn angerichtet hat? Warum bin ich der Einzige mit Gewissen? Warum stehe ich mit meiner Meinung alleine? Morgen beende ich mit sofortiger Wirkung das öffentliche Leben von Serge Lohmann. Ich werde als Spitzenkandidat zurücktreten. Alles, wirklich alles, muss jetzt auf den Tisch. Und ich bin bereit, meinen persönlichen Traum dafür aufzugeben. Hi, ich bin Rick. Ich bin 15 und bald 16. Mein Dad ist Serge Lohmann. Ja, genau, der zukünftige Ministerpräsident. Meine Mom heißt Babette. Um ehrlich zu sein,
habe ich manchmal Angst, dass sie nur mit meinem Dad zusammen ist, weil er nächster Präsident wird. Vor kurzem haben mein Cousin Michael und ich Mist gebaut. Riesenmist. Nicht nur, dass ich durch den Status meines Dads immer anders, merkwürdig behandelt werde. Nein, jetzt habe ich auch noch seine hohen Erwartungen nicht erfüllt. Michael und ich, naja, Herr Michael, ich war eigentlich nur dabei, er hat eine obdachlose Frau getötet. Ja, ich habe auch mit Dreck nach ihr geworfen, sie beschimpft und ja. Ich habe Michael nicht davon abgehalten, den Kanister zu werfen. Aber die Obdachlose hat ja uns auch beschimpft. Michael ist unser Anführer. Man ist nur cool, wenn man bei sowas mitmacht und ich wollte unbedingt dazugehören. Es ist auch so schon schwer für mich, Freunde zu finden. Mir war nicht bewusst, was genau passiert ist, was wir da überhaupt gemacht haben. Seit dieser Nacht habe ich ständig Albträume. Ich fühle mich erdrückt und meine Noten werden immer schlechter, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Es tut mir so verdammt leid, was wir gemacht haben. Ich muss etwas machen. Ich habe Angst. Die Schuldgefühle sind einfach zu groß. Ich werde diese Nacht wahrscheinlich nie wieder vergessen können. Das, was passiert ist, hat mich einfach verändert. Etwas ist anders als früher. Ich bin anders. Dad drängt mich auch noch die ganze Zeit darüber nachzudenken. Ich will das alles einfach nur hinter mich bringen. Ich war die Obdachlose und ich wollte einfach nur schlafen, eine weitere Nacht überleben, am Morgen aufwachen und mein Bestes versuchen, den Tag zu überstehen. Ich hatte vor dieser schon einige Nächte neben dem Geldautomaten verbracht und ich hatte mir auch schon einige Male Worte oder anderes an den Kopf werfen lassen müssen. Man gewöhnt sich dran, habe ich gedacht. Ich bin die Tote, deren Sterben so bedeutend für, aber so unbedeutend in dieser Situation ist. Es zählt das und nicht, was die Jungen getan haben. Es geht darum, welches Kind jetzt wie schlecht dasteht und wessen Eltern dafür wie moralisch hinterfragt werden. Aber es geht nicht um eine verbrannte, ermordete Obdachlose. Ich bin die Ermordete. Und ich hätte so viele Gedanken und Fragen, die ich aussprechen, rausschreien und stellen würde. So viel Wut auf die Eltern und die Kinder und das Überwachungssystem des Automatens. Das wäre so viel Wut, die ich ausleben könnte, wenn ich noch am Leben wäre. Ich bin die Unbekannte. Mein Name ist Michael Lohmann und das sind meine Eltern. Ich bin 16 Jahre alt. Ihr wisst von dem Unfall und eigentlich konnten wir nichts dafür. Was fällt dieser Obdachlosen auch ein, sich vor einen Geldautomaten zu legen? Früher oder später hätte doch jemand dafür gesorgt, dass diese Frau verschwindet, oder etwa nicht. Wir, damit meine ich auch Rick und Bo, hatten zwar Alkohol getrunken, aber ich hatte alles im Griff. Es war ein lässiger Abend, bis Bo, dieser Spielverderber, die Kurve kratzte. Jedenfalls sind mir in letzter Zeit Dinge an meinem Papa aufgefallen, er verhält sich ständig seltsam. Mein Papa hat meinen Schuldirektor geschlagen, danach hat er mir zugewinkt und gelacht. Manchmal denke ich Sachen, da bin ich mir nicht sicher, ob es richtig ist, das zu denken. Ich wünschte, mein Papa wäre normal. Ein normaler Papa, der mir sagt, was richtig ist und was falsch. Ich habe Angst, dass ich am Ende noch so werde wie er. Gut, dass wenigstens Mama für mich da ist und das Geld für Bo besorgt. Ohne sie wäre ich verloren. Mein Name ist Paul Lohmann. Vielleicht haben Sie den Namen Lohmann schon einmal gehört. Es ist der Name eines bekannten Politikers. Aber dieser Mann bin ich nicht. Dies ist mein Bruder Serge. Ich sage Ihnen weder, wie alt ich bin, noch wo ich wohne oder aufgewachsen bin, denn das geht niemandem etwas an. Aber meine Nationalität werde ich Ihnen verraten. Ich bin ein echter Niederländer. Und zwar nicht so einer wie mein Bruder Serge, der sich ein Ferienhaus in der Dordogne gekauft hat, um Franzose zu spielen. Serge ist einer der Gründe, warum ich selber politisch nicht aktiv bin. Ich halte nichts von falschen Politikern und falschen Versprechungen. Auch kann ich mit dem arroganten Gehabe meines Bruders nichts anfangen. Dennoch kann ich Prominente verstehen, die Paparazzi verprügeln. Es gibt Momente im Leben, in denen Gewalt einfach nötig und unvermeidbar ist. Was ich am allerschlimmsten finde, ist falsche politische Korrektheit. Ich bin kein Rassist, halte aber auch nichts von falscher Toleranz. Zum Beispiel mochte ich den Adoptivsohn meines Bruders mit westafrikanischen Wurzeln noch nie. Meine Frau Claire vergöttere ich. Wir haben einen gemeinsamen 15-jährigen Sohn, Michel. Dazu muss ich noch sagen, dass ich an einer Anomalie leide, die nach einem deutschen Neurologen benannt ist.
Was ich genau habe, werde ich nicht weiter ausführen. Denn an welcher Krankheit jemand leidet, ist schließlich Privatsache. Dennoch vermute ich, dass mein Sohn diese Anomalie geerbt hat. Ich fand einen Umschlag in einer Schublade mit den Ergebnissen einer Fruchtwasseruntersuchung. Warum hat Claire nie mit mir darüber gesprochen? Warum hat sie die Entscheidung, Michel zu bekommen, mich darin nicht mit einbezogen? Wusste sie etwa, schon bevor ich beim Schulpsychiater war, dass ich an einer Anomalie leide? Zu meinem Sohn habe ich ein gutes Verhältnis. Viele haben sogar nach seiner Geburt gesagt, dass er wie eine Kopie von mir ist. Zwar verstehe ich, dass er zu seiner Mutter ein besseres Verhältnis hat, dennoch würde ich mir wünschen, dass er mit seinen Problemen auch zu mir kommt. Warum verheimlichen mir die beiden so viel? Ich liebe meine Frau und meinen Sohn und habe auch kein Problem damit, mir nahestehende Personen zu berühren. Aber ich ekel mich davor, wenn Fremde mir zu nahe kommen. Warum muss zum Beispiel der Metro Hotel seine Finger fast in mein Essen stecken? Das macht mich wütend. Ich könnte Ihnen noch viel über mich erzählen, doch das ist letztendlich Privatsache. Nur eins noch, es ist etwas Schlimmes passiert. Wie wird unser Leben bloß weitergehen? Hallo, ich bin Claire. Paul, Michel und ich sind eine kleine, aber sehr zufriedene Familie. Und mir liegt alles daran, dass es meinem Mann und meinem Sohn gut geht. Normalerweise sehe ich es nicht als meine Aufgabe an, mich in Michels Angelegenheiten einzumischen. Er schafft das meistens alleine. Aber diesmal muss ich Initiative ergreifen. Mein Schwager Serge möchte über unser aller Köpfe hinweg, über unsere Kinder entscheiden. Da kann ich nicht einfach tatenlos zusehen. Er darf mich jetzt kindliche Unschuld nicht zerstören. Und es steht Serge nicht zu, über die Zukunft meines Sohnes zu entscheiden. Michel ist derjenige, der mit dem Unfall leben muss und dessen gesamte Zukunft geopfert wird, wenn Serge mal wieder völlig egozentrisch handelt. Er muss doch sehen, dass es nicht um ihn und seine Karriere, sondern um die Zukunft unserer Kinder, die Zukunft zweier Jugendlicher geht, die er zerstören will. Unser Familienglück ist auch der Grund, weshalb ich Paul da rauslassen wollte. Natürlich spielt seine Krankheit da auch eine Rolle, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Er hat einfach eigene Probleme und ich will nicht, dass er damit belastet wird oder sich schuldig fühlt, weil er denkt, er habe die Krankheit an Michel vererbt und so vielleicht Mitschuld an dem Unfall. Mir wäre es egal, wenn Michel die Krankheit auch hat, da ich auch Paul genauso liebe, wie er ist. Während meiner Schwangerschaft war mir das jedoch noch nicht klar. Deshalb habe ich die Fruchtwasseruntersuchung auch alleine gemacht. Aber jetzt weiß ich, dass eine Krankheit nichts an meiner Liebe zu ihnen ändern würde. Und diese Liebe muss geschützt werden. Auch Babette möchte, dass Hirsch daran gehindert wird, mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit zu rücken. Sie ist zwar eine gutherzige Person, doch wie immer viel zu feige, um ihrem Mann endlich mal die Stirn zu bieten. Also muss ich jetzt ein klares Zeichen setzen. Für meine Familie, für die Kinder, für Michel. Da sagt einer, es ist angerichtet und ihr geht hin und nehmt alles klaglos zu euch. Ihr schluckt runter und macht mit. Alles wird auf den Tisch kommen. Aber wer wird die Suppe auslöffeln und wer zahlt die Zeche? Warum fragt ihr nicht, was habt ihr denn da um Himmels Willen angerichtet? Wie konntet ihr das tun? Warum versucht ihr, alles so zu richten, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt? Es ist schwere Kost. Es kann euch nicht schmecken. Aber ihr sagt nichts. Wann werdet ihr mit euch ins Gericht gehen? Und wann das alles aussprechen, was ihr verschweigt? Wann fragt ihr danach, wer die Namenlose beklagt? Und wann endlich fragt ihr, wer war die Frau, die unsere Söhne töteten? Ihr glaubt, ihr seid im Recht, alles für eure Kinder zu richten. Wer wird euer aller Richter sein? Ihr selbst? Wie werdet ihr leben mit Schuld, Mord, Lüge und Verdrängung? Klaglos und fraglos? Die Fassade bröckelt, ihr klebt sie nicht. Ein bitteres Menü ist angerichtet, mit schweren Gängen, schlecht verdaulich. Aber ihr esst weiter, unverdrossen. Unaufhaltsam. Wann wird euch endlich der Appetit vergehen? Genug ist genug. Es bleibt nicht nur ein bitterer Nachgeschmack. Uns bleibt das, was ihr Liebe nennt, im Halse stecken.
Es ist angerichtet. Richten müsst ihr selbst. Aber mich interessiert, ich bin ja Schulleiterin AVG und in Schule interessiert natürlich auch kreatives Schreiben und Schreiben. Und deswegen, Sie sind ja als Autor, als Kolumnist tätig, Sie sind auch als Komiker, habe ich gehört, tätig. Heute reden wir aber über die schreibende Seite von Ihnen. Wie sind Sie denn persönlich zum Schreiben gekommen? Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen, wo das angefangen ist. Ich kann mich erinnern, wenn ich so ungefähr, dann schrieb ich noch nicht, aber nur um Erzählungen zu erfinden, Erzählungen, die wirklich nicht wahre Bedürfnisse waren. Aber zum Beispiel dann, wenn ich zu Hause kam von der Schule und meine Eltern hatten gefragt, und wie war es auf der Schule? Dann habe ich gesagt, ja. Was sagt ein Kind, nicht wahr? Sie immer diese langweilige Frage und sagen, ja, die Schule passiert nichts, natürlich nicht. Aber da habe ich gedacht, vielleicht könnte ich etwas davon machen. Und dann habe ich meinen Eltern angefangen zu erzählen, dass es auf die Schule wirklich einen Streit gibt, zwei Fraktionen mit Lehrer und mit Schüler und wirklich ein Krieg zwischen die beiden. Und dann habe ich nach zweimal, als ich das erzählt habe, habe ich wirklich meine Eltern angeguckt und ich habe gedacht, sie glauben das. Sie glauben das. Und dann habe ich gedacht, ich mache das mir. Und dann habe ich gesagt, da sind Generale, ein Freund von mir ist ein General und der andere ist ein Kaiser. Und ich bin sein Adjutant und wir streiten und wir kämpfen und so oder was. Dann einmal war eine meiner Freunde zu Hause gekommen und meine Mutter, die hat den Namen erkannt, hat gesagt, ah Franz, also du bist der Kaiser. Und der Franz, der wüsste keine auch Möglichkeit, oder? Der Franz wusste auch gar nicht, warum das ging. Ich habe das auch nicht mal an meine Freunde erzählt. Und ich habe gesagt, na, wir gehen nach meinem Zimmer. Und der Franz hat mir gefragt, was ist das mit deiner Mutter oder einem Kaiser? Ich habe gesagt, meine Mutter ist nicht. Okay, das ist angefangen. Wunderbar, das macht mehr Lust auf mehr, aber wir kommen jetzt zur nächsten Frage. Es geht jetzt weiter bei Herrn Kaiser. Ja, zu angerichtet nochmal. Manchmal ist es ja so, dass aus einem kleinen Erlebnis, aus einem kleinen Pflänzchen ein großer Baum wächst. Und aus einem kleinen Erlebnis ein Roman. Ich kann mich erinnern, ich selbst hatte mal im Garten eine Schwalbe beobachtet und daraus dann ein Gedicht gemacht. Es war nicht so lang wie angerichtet. Ich habe es auch schon wieder vergessen mittlerweile. Aber es könnte doch sein, und deswegen möchte ich fragen, ob du irgendeine Idee hattest, eine Begegnung, einen Vorfall, wo du dann gesagt hattest, das könnte sich doch zu einem Roman eignen, der Kern, der Ausgangspunkt für einen Roman ist, ein Schlüsselerlebnis. War das so? Ja, das war so. Das waren eigentlich zwei Schlüsselerlebnisse. Dass ich war einmal im Weihnachten in Barcelona in 2005 und da waren wir mit vielen Familie und Freunden am Essen und am Weihnachten am Essen, man kann draußen essen, wir waren mit 16 oder mehr Leute und dann habe ich gedacht, in Holland, das Buch heißt selbstverständlich nicht angerichtet, Herr Dinner, Le Diner oder das Abendessen, aber ja, mit der Idee, dass es in einem Restaurant ist. Da habe ich gedacht, einmal würde ich ein Buch schreiben, dass nur die Leute sind das ganze Buch in einem Restaurant. Und sie gehen nicht aus das Restaurant. Normalerweise, auch wenn man streit, dann geht man nicht zu Hause. Man bleibt ins Restaurant bis zu dem Dessert und bis zu der Rechnung und zu der Tipp natürlich. Und dann fast auf demselben Tag passiert das in Barcelona, dass zwei junge Leute, junge von 16 Jahren,
hatten so etwas gemacht wie in das Buch mit einem Obdachlosen. Das war die ganze, was ganz anders war als in meinem Buch, dass diese Jungen anerkannt werden von dieser Kamera, von der Bank, die war auf alle Fernsehen und in alle Zeitungen und sie werden den nächsten Tag verhaftet und zu viele Jahre im Gefängnis verurteilt. Und da habe ich gedacht, ich habe diese Bilder angeschaut und ich habe gedacht, die scheinen sehr nette Jungen. Nicht, dass man sagen kann, ah, das ist so das Typische dieser jungen Leute, die diese Sache machen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das nette Junge finde, dann sind da mehr Leute, die das finden. Das war die ganze Erfahrung und habe ich gedacht, das könnte vielleicht auch mein Sohn sein. Und das war das Schlüsselmoment, um den Roman zu schreiben. Im Restaurant Art kamen überraschend viele Gäste zum Literaturfrühstück und wir hatten die Technik vom Feinsten. Allerdings konnten wir damit nicht so gut umgehen. Jeder der vier Vorleser hatte dann sein Headset auf, jeder auf seine spezielle Art und Weise auf dem Kopf. Ja, wir haben viele Gespräche geführt, Meinungen ausgetauscht, es kam sogar zu einer Meinungsvielfalt. Einmal wurde sogar der Faden bis zur Bergpredigt gespannt. Für uns waren es eindrucksvolle Erlebnisse und wir wissen jetzt auch, wie groß Wesel wirklich ist. Das weit entfernteste Ziel gefühlt und auch real war die Winnericher Dorfschule im Dunkeln. Unser Ziel war es, dass über dieses Buch gesprochen wird, dass wir viele aufmerksame Menschen daran beteiligen, dass es zu einem intensiven Austausch kommt, ja, und dass es zu einem öffentlichen und nicht zu einem privaten Lesen wird. Welch eine Freude, welch ein Vergnügen, heute hier zu stehen mit dem Maskottchen unseres großartigen Projektes. Eine Stadt ist ein Buch. Durchgeführt in unserer Stadt. Na klar, Esel, 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 Wesel, das gehört doch zusammen. Und daran dachten wir, als wir das Projektteam des Lesekreises Rotkehlchen, auch dachten wir daran, als wir diesen einen Esel zu unserem Maskottchen erwählten. Frau Marie-Paule Neu gestaltete mit Hilfe des Covers, des Humors, des Buches angerichtet von Hermann Koch dieses wahrlich einmalige Kunstobjekt. Unser Eselchen hat uns nunmehr in den vergangenen 4 Wochen bei jeder Veranstaltung, es waren immerhin 25, treu und brav begleitet. Erst wenn der Esel richtig stand, wenn er seine richtige Position gefunden hatte, wussten wir, jetzt geht es los. Doch nun, Esel ade. Scheiden tut weh, aber dein Scheiden macht, dass mir das Herze lacht. Dieser Esel soll nämlich ein neues Zuhause finden, soll sozusagen in gute Hände abgegeben werden. Und unser guter Zweck ist der Literaturkreis von Spix in Wesel. Spix ist ein gemeinnütziger Verein mit vielfältigen Aufgabenbereichen mit dem Ziel, Hilfen dort zu bieten, wo sie gebraucht werden, um auch bei einer seelischen Erkrankung ein möglichst selbstständiges Leben, Wohnen und Arbeiten fachlich zu unterstützen. Wir wünschen uns für Spix ein tolles Spendenergebnis. Dieser Esel hat's verdient. Auf geht's, machen Sie mit und schon jetzt herzlichen Dank!
herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit dem Esel. Eine schöne Erinnerung an die Premiere von Eine Stadt liest ein Buch. Zum Abschluss der Premiere freuen wir uns noch einmal auf die AVG Big Band. Und einen schönen Abend.